Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der die Nacht der Welt erleuchtet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, welch besonderer Moment in einem besonderen Jahr. Ich danke euch, dass ihr die Kirche jetzt der Burgen schon ausfüllt. Ich danke allen, die über die Medien schon mitfeiern. Wir sind am Ende der Adventzeit, der Vorbereitungszeit auf die Ankunft des göttlichen Heilands und Erlösers angekommen. Heute Abend dürfen wir ihn schauen. Heute wollen wir unsere Herzen weit öffnen für das Glück des Himmels, für das ewige Licht der Liebe Gottes. Wir wollen jetzt einen Lichtritus vollziehen und das Friedenslicht aus Bethlehem empfangen, wenn auch für den heiligen Josef und die heilige Maria die Türen verschlossen waren. Jetzt hat Bethlehem sich geöffnet. Jetzt kommt von dort Jahr für Jahr dieses Licht der Hoffnung auch hier zu uns nach Schönau. Thank you.
Noch dunkelt die Welt zu dieser Stunde, doch wir glauben und vertrauen. In der kommenden Nacht wendet Gott die Welt zum Guten, zum Licht. In der kommenden Nacht schenkt Gott uns seinen geliebten Sohn. So rufen wir voll Zuversicht. Herr Jesus Christus, von Gott gesandt als Retter der Welt, Herr, erbarme dich. Licht, das uns aufstrahlt aus der Höhe, Christus, erbarme dich. Du bringst Vergebung und Heil, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach, er führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, komm bald und säume nicht. Richte uns auf durch deine tröstliche Ankunft, denn wir hoffen auf deine Güte, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. Als der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinen Königstum Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königstum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen. Bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden.
Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Erwählten und David, meinen Knecht, geschworen, deinem Haus gehe ich auf ewig Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Von deinen Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren. Mein Bund mit ihm bleibt allzeit bestehen. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Wir hören den Gesang des Chora. Du Morgenstern, Glanz unversehrten Lichtes, der Gerechtigkeit strahlende Sonne, komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Vater des Johannes, Zacharias, vom Heiligen Geist erfüllt und er begann prophetisch zu reden und sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja.
Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, die Morgenstunde und das schlechte Wetter macht es uns möglich, dass wir jetzt schon ein bisschen mitempfinden können mit dem Heiligen Abend. Und wenn ich mich nicht täusche, sind ja viele unter euch, die das jetzt klugerweise vorwegnehmen, auch in Rücksichtnahme derer, die dann zum Mettenamt kommen werden und als Alternative zu der nicht stattfinden könnenden Kinderfeier. Also kein Schaden ohne Nutzen, dehnen wir doch einfach unsere weihnachtliche Festzeit um diesen Tag schon ein bisschen aus und betrachten wir jetzt schon die Freude, die uns die nächsten Wochen erfüllen wird. Denn bis zum 7. oder 9. Jener, heuer sogar, nächstes Jahr, feiern wir Weihnacht. Wie einen Tag. Da wird uns auch der Lockdown ein bisschen leichter fallen, wenn wir das dabei im Blick haben. Der wird dann gleich darauf zu Ende gehen. Nun, was nehmen wir uns heuer mit als Botschaft? Zum einen, wer es ein bisschen mitverfolgt hat über unser Netzwerk der YouTube-Verbindung, seit Sonntag und heute ist schon Donnerstag, 4 Tage, jeden Tag beim Evangelium, Freude, immer mehr Freude. Der Engel zu Maria, freu dich, Gott hat ein Angebot für uns Menschen alle. Dann der kleine Johannes im Mutterleib hüpft vor Freude, als Jesus kommt. Seine Mutter Elisabeth spricht einen Lobpreis über die Mutter Jesu. Maria selbst preist an Jesus voller Freude, ihr Geist jubelt über Gott. Und gestern, als wir bedacht haben, dass der Johannes der Täufer geboren wurde, der Vorläufer Jesu, wieder alle Verwandten, alle Nachbarn freuten sich mit. Heute als letzte Vorgeschichte, bevor wir dann die Geburt Jesu selbst hören werden am Abend, die Freudenrufe des Vaters, des Johannes, des Zacharias, mit einem Lobpreisgebet, das die Kirche jeden Morgen betet. Alle Priester, alle Ordensleute und auch immer mehr Gläubige beten mit bei diesem Morgengebet der Kirche, wo genau diese Worte kommen, die ich euch heute als Evangelium verkünden durfte. Es lohnt sich, dieses Gebet auswendig zu lernen. Jeder Satz eine Freude in sich. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, obwohl wir ja hoffentlich heuer so viel Zeit haben wie noch nie. Oder treibt es euch im Blick auf die nächsten Tage? Lasst uns doch verweilen bei dem, was ewig Bestand hat und uns in diesen Tagen gezeigt wird. Alles können wir heute nicht betrachten, aber einen Moment daraus. Denn wenn der Zacharias, der übrigens 9 Monate lang stumm war, die ganze Schwangerschaft des Johannes, hat ihm die Sprache verschlagen gehabt. Das war typisch männlich. Der Engel hat nämlich, Engel Gabriel, ihm prophezeit, dass seine Frau dieses Kind bekommen wird. Für Menschen unmöglich, sie war unfruchtbar, sie war alt, aber nicht für Gott. Und er wollte einen Beweis. Die Männer wollen oft alles mit dem Verstand gleich begreifen. Da wird es ein bisschen schwierig, wenn es ums Übernatürliche geht, wie es in der Adventzeit, in dieser Vorbereitungszeit ja schon so oft zu hören war jetzt. Beim Übernatürlichen kommt zuerst der Glaube und dann kommt der Verstand nach und begreift dann, warum denn das so sein kann, wie es ist, obwohl es ganz anders ist, wie wir es gewohnt sind. Also er war 9 Monate ohne Sprache und das war das Erste, was er wieder gesagt hat. Nachdem er dann, als das Kind geboren wurde und
ihm der Name gegeben wurde, gesagt hat, er heißt Johannes, also geschrieben hat, er heißt Johannes. Gottes Geschenk. Ab dem Moment konnte er wieder reden. Und ich möchte euch nur einen Satz rausgreifen, wo es da heißt, du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen. Da spricht er über seinen Sohn Johannes. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dem Heiland, dem Messias, den, der heute Abend geboren wird. Du wirst ihm vorangehen und ihm den Weg bereiten. Und du wirst sein Volk mit der Erfahrung von Heil beschenken. Na, das ist eine Lebensaufgabe und eine Sendung und eine Berufung. Und jetzt aufgehorcht, liebe getaufte Christen alle, hier in der Kirche, hier in den Medien, bei der Taufe unserer eigenen wurde dieses Wort für jeden von uns auch gesprochen. Du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen. Unsere Berufung als gläubige Christen ist es, dass wir die Voraussager sind, die Wegbereiter sind, dass die Menschen anfangen, sich dem zuzuwenden, dem den Weg zu bereiten, der ihnen dann echtes Heil ins Herz bringt. Wird es am Sonntag geheißen. Der Mensch ist ohne Frieden im Herzen, solange er nicht zum Glauben kommt, dass er ewig leben wird. Schaut, die Dunkelheit, die uns jetzt seit Monaten belastet, immer mehr, dieser dritte Lockdown ist kein Spaß mehr. Der ist wirklich schon zäh. Und manche mussten auch die ersten Teil schon mit vieler Strapaz durchleben. Diese Dunkelheit, die uns da jetzt dieses Jahr widerfahren ist, auch für die gilt, wenn es uns dazu führt, dass wir uns dem Angebot Gottes zuwenden, der ja durch die Dunkelheit der Menschheit, durch Sterben dann auch durchgeht, zu dem wird der Mensch, dass er alles mit uns mitlebt, um uns aber zu zeigen, Mensch, das ist nicht dein ganzes Leben. Du kannst dir 100% sicher sein, dass nach deinem irdischen Sterben es so richtig erst losgeht, und zwar glückselig und auferstanden. Jetzt ist die Zeit, wo wir und diese Hinwendung leben dürfen. Und dann wird auf einmal aus der Krisenzeit eine riesige Gnadenzeit. Denn wenn ein Mensch sich in Gott festmacht, da hat er den Frieden. Da vergehen die Ängste. Ich werde sie am Abend ein bisschen aufzählen, was Menschen heutzutage alles an Dunklem und Angst plagt. Hier ist die Antwort, die dir das nimmt. Das ist deine Medizin, die das Herz braucht. Und das ist Weihnachten, dass dieser Moment schon da ist, wo Gott sich uns anbietet. Es ist aber auch Weihnachten, dass wir anfangen, uns aufzumachen. Wisst ihr noch das Motto von diesem vergangenen Jahr? Mach dich auf, jeder Einzelne. Und was passiert dann? Damit du durch Jesu Licht selber zum Licht wirst. Wir müssen uns wirklich ehrlich fragen, das ist ja der Sinn, dass wir Jahr für Jahr eine neue Runde drehen, durch das ganze Heilswerk Jesu vom Geburtenwerden bis zum Auferstehen und zur Geistsendung, sind wir in diesem Jahr ein Stücklein lichtvoller geworden, indem wie wir uns dem anderen gegenüber verhalten haben, indem wie wir uns auf das Licht des Himmels zugewandt haben. Ein Stückchen lichtvoller. Wenn die Welt nur ein bisschen gerechter, friedvoller, liebevoller wird durch uns, ist schon viel Gutes geschehen. Aber ohne dieses Aufmachen rührt sich noch gar nichts beim Heil. Darum werden wir heuer als neues Motto mitnehmen: Der Himmel ist nah. Er ist uns heuer näher gekommen als seit langem. Durch die Menschwerdung ist er nahe gekommen. Durch das Aufgerütteltwerden unserer Umstände ist er näher gekommen. Der Himmel ist nah. Die Zeit der Freundschaft untereinander und mit Gott ist da. Wenn uns das heuer gelingt, uns Gott so zuzuwenden, und das geht mit dem Beten, das geht über seine Worte,
wenn wir sie aufnehmen und leben danach. Das geht über die Heilige Messe, über alle Sakramente. Die Zeit der Freundschaft mit Gott ist da. Und das ist jetzt erst der Anfang. Ich bitte euch, dass dieses kommende Jahr aus der Krise in die Gnade uns führt. Diese Zeit ist doppelt zu verstehen. Zum einen, dass jetzt der Punkt da ist, wo das leichter gehen wird, weil wir so aufgerüttelt sind. Zum anderen, weil wir jetzt Zeit dafür haben, uns diesen Wirklichkeiten zuzuwenden. Der Hauptschmäh der letzten Jahrzehnte, wir haben keine Zeit für Gott, ist durch die Maßnahmen, die wir jetzt setzen müssen, einmal entkräftet. Keiner hat geahnt, wie das gehen kann, dass die Treiberei aufhört. Manche haben es jetzt im Advent schon ergriffen, manche werden es jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen der Weihnachtszeit ergreifen. Du brauchst Zeit, wenn du hineinkommen willst in die Freundschaft mit Gott, ins Geheimnis Gottes mit uns. Die Zeit ist da. Die Freundschaft mit Gott ist nah. Wir sind Kinder, die den Menschen helfen dürfen, den Weg dafür zu bereiten. Amen. Im Fürbittgebet lasst uns jetzt vor Gott hintreten, unsere Nöte der Zeit ihm bringen. Schenke den Hirten der Kirche Weitsicht in ihren Entscheidungen und ein weites Herz in der Begegnung mit den Menschen. Christus sei unser Licht, Christus sei unser Licht. Erfülle die Staatenlenker dieser Erde mit deinem Heiligen Geist, um den Frieden in dieser Welt zu ermöglichen. Christus sei unser Licht. Stehe den Eltern bei, dass sie ihren Kindern ein Vorbild im Leben und im Glauben sein können. Christus sei unser Licht. Stärke die Kranken und Leidenden dieser Zeit durch deine Nähe und Gegenwart. Christus sei unser Licht. Führe als guter Hirt alle unsere Verstorbenen in das Reich des Lichtes und des Friedens. Christus sei unser Licht. Wollen auch die heutige Messintention einschließen, Giretzlehner, für verstorbene Gattin und Mutter. Christus sei unser Licht. Wir wollen auch unsere persönlichen Bitten einschließen. Bringen wir in Stille vor Gott, was wir uns am meisten erbitten. Den größten Wunsch für die heutige Nacht. Christus sei unser Licht. Denn du schenkst uns Hoffnung in einer Welt voller Fragen. Dich preisen wir als Spender alles Guten. Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, wohlgefalle. Herr, nimm unsere Gaben an, mach sie uns zum Sakrament der Erlösung, reinige uns von aller Schuld, damit wir besonnen und gerecht in dieser Welt leben und die Wiederkunft unseres Retters Jesus Christus erwarten, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. So kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da von dir, Vater, verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit und mit ihm seiner heiligen Schar. Und erstrahlen wird an jenem Tag ein großes Licht. Halleluja.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit lichtvollen Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden untereinander durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Die heilige Nacht ist eine Nacht der Gnade, in der viele Menschen eintreten dürfen in die ewige Glückseligkeit. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, dem Nährvater Jesu Christi, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, dem heiligen Johannes, dem Täufer, allen Heiligen unserer Diözese und allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. Lasst uns beten um das Kommen seines Reiches. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinem menschgewordenen Sohn schauen und erfahren. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Frieden auf Erden, den Menschen, die guten Willens sind. So bitten wir ihn, der jetzt Gestalt angenommen hat im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben,
das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Blicken wir einander an als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Hören wir das Wort des Johannes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die dem Heiland den Weg bereiten und ihn aufnehmen. Die heilige Kommunion ist die wahre Weihnacht für uns. Unsere Hände werden zu Krippen. Unser Herz möge ihn aufnehmen, der uns Friede und Freude bringt. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut Christi schenke uns ewiges Leben.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch deine große Gabe gestärkt. Gib, dass wir das Fest der Geburt deines Sohnes würdig begehen und mache unsere Freude vollkommen am Tag seiner Wiederkunft. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt darf ich ein großes Danke sagen für euer aller Kommen und Mitfeiern dieser Morgenmesse am Heiligen Abend. Alles ein bisschen grotesk heuer, aber wir können doch was draus machen. Besonders danken wir heute schon einmal unserer Schola und unserem Organisten, die uns in der letzten Zeit und auch in der kommenden Zeit diese Feiern so gestalten werden, dass sie auch feierlich sind. Ich danke euch von Herzen im Namen aller. Ich danke auch dem Albert für das Bringen des Friedenslichtes und dass ihr diese Tradition jetzt immer mehr ausbaut, von der Kirche in die Häuser, in die Siedlungen, in die Dörfer, dieses Licht zu bringen. Es gibt Gemeinden, da stellen sie in die Dorfkapellen heuer das Friedenslicht auf und wird dann von dort geholt. Ein sehr tiefer, schöner Brauch. Noch zwei Anmerkungen. Ihr habt vielleicht liegen sehen, diese Faltblätter. Das ist das erste Weihnachtsgeschenk, das ihr heute neben der Messe bekommt. Ich bitte euch, jeder Erwachsene soll sich eines nehmen, also die Ehepaare 2. Es ist jetzt nämlich endlich soweit, was wir schon seit Monaten warten, dass unsere Bischöfe gestern den Aufruf gestartet haben, die Gläubigen mögen gemeinsam geschlossen 9 Tage lang mit Beginn des neuen Jahres vom 1. bis zum 9. Jänner im Gebet zusammen um das Ende der Krise bitten und um den Beginn dieser Heils- und Gnadenzeit. Also bitte, nehmt es wirklich mit nach Hause. Die, die nach euch kommen, werden wieder neue aufgelegt werden. Einfach ein kurzer Gedanke am Tag, ein kleines Bibelwort und ein gemeinsames Gebet, das jeden Tag gebetet wird, abgeschlossen mit dem Vaterunser. Eine sehr schöne Idee. Das Beten macht uns stark. Das gemeinsame Beten macht es uns leichter, damit wir zu solchen Wegbereitern werden, Kindern, die gerufen sind, den Höchsten, den Heiland, den Menschen nahe zu bringen. Die Zeit dafür ist da. Wer jetzt ein bisschen unruhig geworden ist, ich habe noch gar nicht auf die Uhr geschaut, eine Stunde vom Nachmittag haben wir schon gut, weil die meisten von euch werden ja wohl sonst zur Kinderfeier gekommen. Also ihr könnt euch Zeit lassen. Die Kinder, die schon da sind, bitte ich, dass sie die ersten Weihnachtssterne aufhängen auf unserem Kinderkirchenbaum. Heute, betet bitte, dass der Regen bald aufhört, wollen viele Familien anstelle der Nachmittagsfeier einen kleinen Wanderweg mit Weihnachtsstationen gehen, der beim Pfarrheim beginnt und bei der Krippe dann enden wird, wo sie diesen Stern dann aufhängen als Zeichen, dass sie mit dabei sind, auch eine Leuchte sind in Schönau, und dann ein Feierheft mit nach Hause nehmen. Das könnt ihr jetzt auch schon, wie man zu Hause den Abend im Gebet miteinander gestalten kann, wo es uns nicht möglich ist, hierher zu kommen. Danke, dass ihr jetzt schon da seid. Seid achtsam, morgen sind noch so 20 Plätze frei, sowohl in der Frühmesse als auch im Amt. Und die 2 kommenden Weihnachtstage, die uns auch noch geschenkt wurden, wo wir gemeinsam feiern können, den Stefanitag und das Fest der Heiligen Familie, Samstag die Abendmesse und Sonntag um 9.15 Uhr, da habe ich keine Bedenken, dass nicht jeder Platz findet, der noch einmal mitfeiern möchte. Wer es kann, bitte online anmelden oder anrufen, damit wir den Überblick bewahren. Aber ihr sollt euch eher nach vorne wagen
als zu vorsichtig zu sein. Vorsichtig sind wir im Abstand und im Miteinander umgehen. Genug der vorweihnachtlichen Worte. Die Zeit ist da, die Freundschaft mit Gott ist nah. Erbitten wir dafür den Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, eure Familien, den heutigen Heiligen Abend und die kommende Festzeit. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen guten Tag der Vorbereitung und ein frohes Fest. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.